wäre auch da, als ob du ein Fragezeichen verschluckt hättest. Nochmal? Bitte. Konrad, was ist denn? Bitte mehr Konzentration. Du weißt, dass Konrad heute keine Zeit hat. Er hat Klavierunterricht. Ich wollte ja auch den Bus anbringen. Danke. Und von Rasmus soll ich Ihnen bestellen, dass es mit der Schokolade diesmal nicht geklappt hat. Aber er fährt Ende der Woche nochmal rüber nach Dänemark. Gut. Ja, dann schau mal, was der junge Mann uns gebracht hat. Gibst du es ihm vom Haushaltsgeld? Ja, Vater. Macht 12,50. Ja, der gibt es dir. Gerd, was ich dir noch sagen wollte. Du weißt, dass Konrad jetzt, wo aufs Gymnasium geht, nicht mehr so viel Zeit haben wird. Die stellen ja auch in der Schule ganz andere Ansprüche als bei euch. Latein, Chemie, Englisch. Und dann die vielen Hausaufgaben. Was ich damit sagen wollte, ist, das mit der ständigen Herumstromerei hat jetzt ein Ende, ja? Du hast doch deine Arbeit bei Rasmus. Oder hilfst du deinem Onkel nicht? Nein, doch. Ich helfe ihm manchmal beim Boot. Naja, sag ihm schon Gruß und vielen Dank und wir freuen uns über die gleiche Menge wieder, ja? Gerda, gibst du dem jungen Mann noch seine warme Milch? Wiedersehen, Gerda. Ja. Ich mag doch keine warme Milch. Ach ja. Was ist das für eine Note? Ein F? Nein. Ein Fis? Ja. Dann spiel es bitte, Frau Flöckchen. Muss mal, wird gleich wieder da. Augenblick schlecht. Weiß ich! Und nachher? In einer Stunde. Kannst du das Glas mitbringen? Ja! Ja. Wo willst du denn hin? Raus. Bist du denn fertig mit den Schulaufgaben? Ja. Hat Frau zur Mühlen dir die Vokabeln abgehört? Wir haben keine. Komm doch mal her. Was ist? Du willst dich mit dem kleinen Kunst treffen? Hm? Wieso? Komm, lass mich mal ansehen. Bist du sicher, dass es der richtige Umgang für dich ist? Wie wärst du mit Hauke Brinkmann? Sein Vater hat mir erzählt, er spielt jetzt Cello. Ihr könntet doch zusammen musizieren. Konrad, sein Vater wäre stolz auf dich gewesen. Du weißt doch, dass er mit Master Brinkmann gemeinsam Hauskonzerte gegeben hat. Ja. Danke. Du Konrad, und bitte lass dich nicht zu waghalsigen Unternehmungen überreden, ja? Hörst du? Thank you.
Schwein! Hat mir meine Kiste geklaut. Direkt vor der Nase weg. Wieso deine? Na, ich hab sie doch als Erster gesehen. Konnte sie nur allein nicht tragen. Weißt du, was drin ist? Zitronen, glaube ich. Ach, die sind doch sowieso schon schlecht. Glaube ich nicht. Wart nur, dir werde ich's zeigen. Lass ihn doch, das ist eine arme Sau. Meine Mutter hat gesagt, er sprach gerne. Das ist doch lange kein Grund, mir meine Kiste wegzuschnappen. Du, ich muss dir was zeigen. Hey, warte! Und was mit Grete? Ach, lass! Weißt du, was da drin ist? Na klar. Die Hündin ist eigentlich gar nicht so gefährlich. Aber die Dinger hier, weißt du, wie die heißen? Todesstachel, hat Rasmus mir erzählt. Die kleinste Erschütterung und bumm. Gerd, denkst du, Hilfreich jagt uns in die Luft? Wir müssen jemanden holen, der Polizei Bescheid sagen. Spinnst du? Das Ding gehört mir. Ich habe es schließlich gefunden. Aber du kannst es überlegen, ob sie auch dir gehören soll. Sonst behalte ich sie für mich alleine. Wie willst du, wie wollen wir sie denn hier wegkriegen? Weiß ich auch noch nicht. Erstmal tarnen, damit der sie nicht auch noch findet. Komm, hilf mir. Hier ist die Liste für Petersen. Und danach fährst du in der Druckerei vorbei und sagst Herrn Riemers, wir brauchen die Andrucke schon mit. Mach ich, gnädige Frau, ja? Mach ich. Sag mal, Gerda, ist der Junge schon fertig? Der trinkt noch seine Milch. Konrad! Diesmal die großen Groß. Wir müssen zumachen, sonst kommt er wieder zu spät. Danke. Sag mal, du hast deine Jacke. Brauch ich nicht. Gut warm. Hast du das Geld für die Rückfahrt? Ja. Tschüss, mein Gott. Du, Staschek? Ja? Du kennst doch den Sturm vom Stern. Was ist mit dem? Kann der gar nicht sprechen? Doch. Der hat kaputte Ohren. Der hat Schlimmes erlebt im Krieg, aber der ist gut. Gestern hat er uns eine Kiste geklaut. Er ist einfach gekommen und hat sie mitgenommen. So ist nun mal mit Strandgut. Gehört dem, der es mitnimmt. Du warst doch bei den Räumkommandos, freiwillig. Freiwillig. Genauso freiwillig, wie ich gekommen bin nach Deutschland. Zwangsfreiwillig. Aber du warst doch bei den Minenräumkommandos. Ja. Wie habt ihr das da gemacht? Was gemacht? Na, mit den Minen. Naja, Hauptsache nicht Schlepp. Zwischen zwei Fischerbooten. Verstehst du? Ganz langes Seil und Seil hat spitze Ketten und schneidet
Mine unter Wasser ab und Mine kommt nach oben. Und dann? Und dann. Der Karabiner machte Peng und Mine machte Bumm. Du sollst nicht immer solche Sachen tragen. Zu explosives Thema. Mist, Tante. Pass auf. Die ist nicht mehr da. Na und? Na, wir müssen sie suchen. Komm. Vorhin habe ich sie noch mal gesehen. Sie trägt hier rüber, Richtung Hafen. Gib mal her. Wann waren das? Vor einer guten Stunde. Ich bin nochmal an die Stelle von gestern gelaufen. Da habe ich den Sturm gesehen. Ich dachte schon, jetzt hat er sie. Aber dann habe ich sie treiben sehen. Weit draußen. Der Wind steht auf Land. Die Ebbe zieht sie raus. Vielleicht ist es besser so. Mensch, du hast ja einen Knall. So den kriegen wir nie wieder. Ich muss los. Hab noch nicht gegessen. Dreck und nochmals Dreck. So.
gekriegt. Lass mal, Erika. Ich mach das weiter. Ist jetzt was. Warum sagst du nichts? Da hätte Rasmus genauso gut drauf aufpassen können. Schließlich liegt der ganze Dreck bei ihm rum. Ach, jetzt willst du deinem Onkel die Schuld in die Schuhe schieben. Ich will dir mal was sagen. Wenn ich zu dir sag, pass auf deine Schwester auf, ja? Dann hast du das auch zu machen. Kapiert? Ja. Wo willst du hin? Ich dachte, wir hätten eine Verabredung. Ja. Sag mal, wer hat das denn noch? Ich habe mir noch die Bilder von Papi angeguckt. Ich glaube nicht, dass das der richtige Zeitpunkt dafür ist. Ja. Du bist so eigenwillig wie dein Vater. Schlaf gut. Ja. Du, Mama. Ja. Wie ist Papi eigentlich gestorben? Ich weiß auch nicht genau. Er ist gefallen. Er war doch bei der Flak, oder? Nein, er war bei der Panzerabwehr. Eine Granate kam angeflogen und hat ihn und seine ganze Mannschaft getötet. Hat das niemand gesehen? Doch, natürlich, aber
Konrad, es ist wirklich nicht gut, wenn du kurz vorm Einschlafen so viel darüber nachdenkst. Du? Den Vater von Gerd, kanntest du den auch? Ja, sicher, der war doch auf der gleichen Schule mit Papi. War der nicht Soldat? Doch, der war bei den U-Booten. Aber gestorben ist er nach dem Krieg. Ist der auch gefallen? Nein, das war ein Unfall, aber die Geschichte kennst du doch. Bei Minenwegraum. Aber das kam doch auch durch den Krieg. Wieso ist er dann nicht gefallen? Weil er Fischer war und kein Soldat mehr. Du, der Staschek hat gesagt, der Rasmus war auch auf dem Schiff. Der ist 6 Stunden lang geschwommen. Wenn er nicht so dick gewesen wäre, wäre er erfroren. So hat er das erzählt. Glaubst du, dass es noch viele Minen gibt? Nein, es gibt keine Minen mehr. Die hat man Gott sei Dank alle beseitigt. Gute Nacht. Gute Nacht. Gerade gesprächig, hm? Ärger gehabt in der Schule. Lehrer alle bekloppt, hm? Du, Staschek, halt mal. Du, ist der da? Wer? Na, du weißt schon. Kannst du meine Schultasche mitnehmen? Ich lauf den Rest. Wo ist sie denn? Bei der Warte. Weißt du, wo Otto K. Heinsen immer seine Häusen aufstellt? Ich will sie nicht haben. Du hast Schiss, wa? Was soll ich mit dem Ding? Staschek hat mir erzählt, wie das passiert ist mit deinem Vater. Du kannst nicht von mir das haben. Dann hilf mir wenigstens, sie zu entschärfen. Entschärfen? Klar, wir jagen sie hoch. Das ist die gerechte Strafe. Dann kann sie keinem mehr was tun. Ich werde mir überlegen. Es gibt Leute, die sind beim Überlegen eingeschlafen und nicht wieder aufgewacht. Hosenschieter. Ganz lange Seil und Seil hat spitze Kanten und schneidet Mine unter Wasser ab und Mine kommt nach oben. Und dann? Und dann. Der Karabiner macht der Beng und Mine macht der Bumpf. Sie hat wieder Migräne. Wir haben den Unterricht auf heute Abend verschoben. Lass der bitte nicht warten, ne? Nein. Ja. Na, Chef? Müssen wir die Arbeit abnehmen? Na, Konrad, willst du uns helfen? Ja.
Na, starke Männer können wir immer gebrauchen. Du, ich hab's mir überlegt. Ich bin doch dabei. Ach, ich weiß auch schon, wie wir es machen. Hier. Und was ist das da? 5 Kilo Gewicht. Krieg ich von uns aus der Fabrik. Und das Seil? Das ist das Problem. Wir brauchen mindestens 60 Meter. So ein langes kriege ich auch von Rasmus nicht. Außerdem glaube ich, das müsste viel länger sein. Rasmus hat erzählt, wenn so ein Ding richtig hoch geht, dann fliegen die Brocken 100 Meter weit. Ihr beiden, macht ihr Hausaufgaben? Ich frage Saschek, ob er mir Schnurr aus der Verpackungsabteilung geben kann. Wie lange muss er noch machen? So bis 6, glaube ich. Dann treffen wir uns um 7, ja? Ja. Tschüss. Tschüss. Mark 5, 1944. Das ist auf jeden Fall eine englische. Sag mal. Meinst du, dass sie überhaupt noch funktioniert? Glaub schon. Durchgerostet ist sie auf jeden Fall noch nicht. Zeig mal, wie lang ist denn die Schnur? Hab leider nur Reste gekriegt. Das sind gerade mal 40 Meter. Die haben zu Hause noch einen Rest Wäscheleide. Aber guck mal, bis da hinten müsste sie schon gehen. Da hätten wir optimale Deckung. Wir bräuchten mindestens nochmal das Doppelte. Gut, das übernehme ich dann. Aber du musst die Flasche besorgen. Das ist keine Hürde. Wie gesagt, da genügt schon eine kleine Menge. Ihr seht, wie sich der Zucker verfärbt. Und jetzt? Es bewahrheitet sich wieder einmal die These, mischst du Wasser mit der Säure, dann passiert das Ungeheure. Aber warum? Wo ist denn hier das Wasser? Ihr habt also gesehen, was passiert, wenn wir Säure auf Zucker gießen. Nun machen wir mal was anderes. Wir nehmen dieses Stückchen Holz, tun es in die Säure, mal sehen, was passiert. Was sagt ihr nun? Moment doch! Die Beantwortung der Frage, warum verkohlt ein Stück Holz in schwefliger Säure? Und was passierte mit dem Zucker? Danke. Halt doch! Ich brauche noch einen Assistenten zum Wegräumen. Hartmann, wie wär's mit uns? Du weißt ja, wo das hinkommt. Und nimm die Sachen auch noch mit. Ja, das nehme ich mal besser selber. Wir brauchen nicht mehr. Hier. Was ist das? Ein Zeitzünder. Wie? Mit dem Tropfen einer Säure schaffen wir das Ungeheure. Mhm.
So, jetzt das Gewicht. Mensch, pass auf! Nicht doch. Kann's ja losgehen. Mensch, das stinkt. Was sollen wir denn jetzt machen? Komm, wir hauen ab! Das können wir nicht tun. Nach dieser furchtbaren Explosion gehört, Frau Hartmann? Nein, ich habe nichts mitgekriegt. Konrad ist doch wenigstens von dem Gefahr. Ich war spazieren mit Frau Pastorin Brinkmann. Es hat sich angehört, als wäre eine Granate eingeschlagen. Furchtbar. Wie auf der Flucht. Seither ist ja auch dieser Soldat verschwunden. Ach, Sie meinen diesen Landstreicher, der unten am Strand lebt? Polizist Jacobi sagt, er ist ein Überlebender von der Villa in Gustloff. Der soll ja überhaupt nicht sprechen. Doch, der spricht. Das habe ich selbst gehört. Er führt Selbstgespräche. Ach, solche Menschen sollte man nicht so liegen lassen. Sie gehören eingegliedert. Der Heinzen meint, dass es einen riesengroßen Krater geben soll. Der ist wohl Wasser gelaufen. Man vermutet eine Granate.
Kann ich mehr, darf ich gehen? Sag mal, Konrad, hast du Fieber? Nein, mir geht's einfach nicht gut. Morgen schreiben wir eine Mathearbeit. Oh, ich glaube, unser Konrad wird drüben. Ich sehe noch mal nach dir, ja? Die Explosion. Ich war unter Wasser. Ist doch alles nur ein böser Traum. Ist doch nur ein böser Traum. Ja, alles vorbei. Ja gut, komm, alles gut. Du, Staschek. Glaubst du, dass es Leute gibt, die eine Minenexplosion überlebt haben? Ich kenne keine. Warum fragst du? Na, sie sagen, er hat sich in die Luft gesprengt. Wer? Na, der Stumme. Ach, die Leute kratzen viel. Aber er ist nicht mehr da. Na und? Er ist oft nicht da. Fast mal ganze Woche nicht. Da geht er betteln, Holzhaken bei Bauern. Meinst du wirklich? Ja. Unkraut vergeht nicht. Guck mich an. Ja? Den Staschek.
machst du denn hier? Dasselbe wie du. Guck mal, hier. Meine Erkennungsmarke. Zeig mal her. Steht ja kein Name drauf. Da steht nie ein Name drauf. Nur eine Nummer. Aber hier habe ich eine Menge interessantes Zeug gefunden. Das braucht er ja jetzt nicht mehr. Ob er das war? Vielleicht. Ein bisschen ähnlich ist es ihm. Hier, ein originaler Feldpostbrief. An den Obergefreiten Bernd Kellermann. 3. Infanteriedivision, 4. Zug, HKL, Smolensk. Lieber Bernd, deinen letzten Brief habe ich heute an Vaters Geburtstag erhalten. Er brauchte fast 6 Wochen. Ich hoffe, dass deine Krankheit inzwischen vorbei ist. Wir haben hier die ersten warmen Tage. Die Krokusse blühen schon. Und die Weidenkätzchen... Entschuldigung, aber... Los, komm!